Und die Leute gehen schlafen. Auch gut. Trinken haben wir scheinbar genug. Prepared Food sieht nicht ganz so gut aus. Holz haben wir noch. Was steht eigentlich hier noch für einer? Ach, ein Carpenter. Den können wir jetzt abreißen. Remove Building. So. Weil wir haben hier unten ja Carpenters. So. Und wir haben einen Dieb mal wieder. Wo ist er diesmal? Da. Und er haut schon wieder ab. Gut. Stock? Nee, Stocks wollte ich nicht. Ich wollte die Küche gucken. Fisherberries werden das. Sweetpots, Pigtails. Lamp Helmet Spawn. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Wir haben hier oben doch Rocknuts, also Quarry Bushes, aber wir scheinen keine Rocknuts mehr zu haben. Pigtail wird angebaut, Cave Weed, Sweet Pots. Oh, haben wir Quarry Bushes irgendwo rumfahren? Stocks? Plants. Quarry Bushes. Ja, da sind Quarry Bushes. Die müssten aber normalerweise hier gelagert werden. Plants. Quarry Bush. Ja, wo werden sie dann gelagert? Oh. Bist du hier der Plant Stockpile Food? Plants, ja. Bitte mal die Quarry Bushes rausnehmen. Dankeschön. Habe ich Bags rumfahren? Ja, ich habe leere Bags rumfahren. Dann kriegt nämlich mein Thresher, Tanner, den Auftrag, er soll die Quarry Bushes mal zerpflücken. Denn wir brauchen dringend die Rocknuts wieder. Gut, die Brücke ist jetzt gebaut. Also können wir sie auch wieder... Haben wir noch genug Mechanismen? Ja, haben wir. Wieder mit dem Lever verbinden. Link Bridge. Mit zwei Gabbro-Mechanismen. So. Also man merke daraus, immer erst channeln und dann die Brücke bauen, weil unter der Brücke kann ich gechannelt werden. Und wir brauchen Rocknuts, ja. Sehr schön, die Quarry Bushes werden geliefert. Und ihr könnt ruhig auch hier mal Barrels ablegen. Tier Barrels, hier Barrels. Weil Seeds können auch in Barrels gelagert werden, soweit ich weiß. Genau. Sind die Seeds jetzt hier drin in Bags? Ja. Auch sehr schön. Und wir haben alle Quarry Bushes, so wie es aussieht, aufgebraucht. Nein, es sind noch zwei Stück übrig. Die wurden aber transportiert. So. Gut. Nicht ablenken lassen. Was sagt der Jobmanager? Der sagt, wir haben immer noch kein Weapon Rack und immer noch kein Armor Stand, weil ein gewisser... was sagen die? Rocktable, ja. Ein gewisser Mason endlich mal weiterarbeiten sollte. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal Rock Doors, die wir platzieren könnten, nämlich hier. Damit unsere anderen Zwerge was zu tun haben und Tables.
Hier bitte. Gabrotable. Okay, das war der einzige, den wir hatten. Wie sieht's mit Essen aus? Ist gut. Küche sagt, wir können noch Quarry Bush Leaves verkochen. Davon haben wir jetzt einige. Wir sollten mal wieder nach unseren Brauaufträgen gucken. Buh. Buh. Fine Meal. Willkommen zurück. Ich weiß nicht, wann meine Aufnahme jetzt abgebrochen hat. Und aus welchem Grund auch immer. Mal kurz gucken. Ah ja, so viel Zeit ist nicht verloren gegangen. Vielleicht eine halbe Minute. Entschuldigung. Ich bin wahrscheinlich aus Versehen auf den Aufnahme-Button gekommen. Oh. Finish good spin. Bist du jetzt da drin? Artefakt? Jawohl, das Artefakt ist dort eingelagert. Sehr schön. Wenigstens etwas. Was sagen eigentlich die Crafts Dwarfs Workshops? Die sagen Make Wooden Bowls, aber wir haben immer noch keinen Woodcrafter. Den sollten wir mal kurz raussuchen. Nämlich dich hier. Du hast gerade gar keinen Job. So ein Creature, Profession, Labor, Crafts, Woodcrafting, so. Ich nehme zwar mal nicht an, dass wir in den Stocks irgendwelche Quivers haben. Boxes and Bags. Quivers, wo seid ihr? Ja, hier ist es manchmal schwierig, was zu finden, deswegen muss man genau lesen. Amulette. Wo auch immer die genau liegen sollen. Gabrozepters. Weil aus Bone haben wir noch gar nichts gemacht eigentlich. Totems. Crutches. Wir haben Weapons. Ammunition haben wir. Bronzebolzen. Lequir. Quivers haben wir einen. Ein Sheepwool Quiver. Okay, wir brauchen dringend mehr Quivers. Am besten aus Leder. Was haben wir denn so an Leder? Leder, Leder, Leder. Cages haben wir keine. Bins. Oh, die Cages wollte ich kaufen. Ah, deswegen, da ich sie nicht gekauft habe. Wooden Cage. 9 Stück. So. Genau, mein Carpenter macht jetzt mal Wooden Bolts. Und wir brauchen noch etwas anderes, nämlich Machine Components. Mal gucken. Archery Target, genau. Archery Target, da können wir so platzieren. Und zwar platzieren wir davon mal. Falsch, Armor Stand noch nicht. Platzieren wir davon mal 6 Stück hier, dass unsere Armbrustschützen auf drauf schießen können. So. Gut, meine Architekten bauen die Archery Targets schon mal auf. Needs Masonry, okay. Muss der Mason auch noch was dran arbeiten. Was sagt die Küche gerade? Die sagt, unsere Quarry Bushs
Leaves wurden verbraut. Wurde jetzt auch wenigstens das die Rocknuts angepflanzt, ja. Wir haben den 4.5. Das heißt, die Quarry Bushes dürften noch eine Weile durchhalten. Pigtail. Haben wir Pigtail? Seeds? Nein. Aber wir haben Pigtails. Okay. Die müssen nur verbraut werden. Dann kriegen wir auch wieder Pigtail. Wir haben ein Schwein auf der Farm. Haben wir Sweetpots, wenn sie schon meckern? Ja, haben wir auch. Pigtail und Sweetpots sind vorbei im 20 vorhanden und einen Haufen Plump-Helmets. Sehr gut. Und da liegt noch was. Warum liegt da noch was im Trade Depot? Items in Buildings. Da liegt noch eine Grizzlybär-Krone. Okay. Oh, aber unsere Schießstände sind fertig. Make Archery Range. Gut, die mache ich jetzt mal so groß, wie es geht. Und dieser Raum wird... Ah, der wurde schon zugewiesen. Shoot wird von... Button to Top. Okay, ich kann ihn leider nicht so machen. Resize Room. Ich kann ihn höchstens halb so groß machen. So groß. Ja, und sagen, ihr sollt von oben nach unten schießen. Genau. Und dann muss ich eine zweite Archery Range machen. Hier drüben. Die kann ich so groß machen. Und sagen, ihr könnt... Ich kann dem Ganzen einen Namen geben. Resize Room habe ich. Und sagen, ihr sollt von unten nach oben schießen. Hier, so. Nebenbei, ich muss im Militär noch ein paar Sachen einstellen. Okay, wir haben 5 Marks Dwarfs in diesem Squad. Name Squad. Das kann so bleiben. Equipment. Boots, Weapon. Weapon will ich nicht. Das mit dem Militär ist manchmal ein bisschen... Ah, genau, Ammunition. Bolzen. Okay, im Augenblick sollen sie... Holzbolzen zum Training und zum Kämpfen benutzen. Das ist okay so. Hunters sollen auch Bolzen, okay. Kann ich die noch irgendwie... Mit C kann ich Item hinzufügen. Bolts. Material. Metall. Nur für Combat benutzen. Also Training geht weg. Und die hier sollen Holzbolzen. So. Ja. Metallbolzen haben wir jetzt gerade keine. Da können wir nur... Ja, okay. Das ist gut soweit. Jetzt kriegen sie Bolzen. Noch mehr Bolzen sollte ich herstellen. Wo ist mein Carpenter? Beziehungsweise mein Crafts Dwarfs? Wood.
Bowls. Und zwar mal 10 Stacks. Holz haben wir ja mittlerweile genug. Und du machst bitte Walk Crafts Repeat. So. Brauchen wir nämlich dringend wieder welche. Oh, und ich sehe gerade, Armor Stands sind fertig. Also platzieren wir davon gleich mal welche. Ein Armor Stand hier und ein Weapon Rack. Haben wir davon schon eins?